Also fühlen mit Ötzi. Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien, direkt auf dem Alpenhauptkamm in 3200 Meter Höhe, fanden Wanderer 1991 eine kupferzeitliche Feuchtmumie, die später als Ötzi weltweit bekannt werden sollte. Da die Mumie aus unterschiedlichen Gründen nicht direkt vor Ort verbleiben konnte, realisierten lokale Akteure ein Netz aus sogenannten archäologischen Themenwegen, um das Thema Ötzi und seinen Lebensraum für ihr touristisches Angebot zu nutzen. Die Fundstelle selbst wurde mit einem Denkmal versehen. Dieses Beispiel reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Themenwegen, deren erklärtes Anliegen die Geschichtsvermittlung ist und die dem Wanderer besondere Erlebnisse versprechen. Zeitreise, Entdeckung oder Spurensuche sind die gängigen Reizwörter. Zu den erklärten Glücksversprechen des Alpentourismus und den Erwartungen der dortigen Reisenden gehören authentische Natur-, Abenteuer- und Selbsterfahrungen. Fragen und Vorgehen. Einer weiten Definition von Living History folgend, frage ich in meiner Doktorarbeit nach dem touristischen Umgang mit diesen Angeboten an ausgewiesenen Heritage Sites und nach den hier generierten Geschichtskonstruktionen. Die Fragen sind, wie nähern sich den Wanderern den ihnen angebotenen Wissensbeständen? Wie entstehen beim Wandern Präsenzeffekte und wie werden sie erlebt? Was machen die Wanderer anschließend mit ihren Erfahrungen? Vorannahme hierbei war, dass sich die Begegnung mit historischem Wissen auf diesen Themenwegen mit den landschaftlichen und körperlichen Erfahrungen, die die Wanderer dort machen, verdichten. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass die Wanderer auf diesen Themenwegen ihre Konstruktion in Relation zu ihren jeweiligen emotionalen Wanderstilen entwickeln. Der emotionale Stil, Bernhard Schofen hat es am ersten Tag schon mal angesprochen, ich definiere das jetzt hier nochmal, ich denke, das wird nicht schaden. Der emotionale Stil also nach Benno Gammal ist ein Konglomerat von Gefühlen, das sozial und kulturell geprägt ist und kontextabhängig wirksam werden kann. Emotionale Stile sind räumlich und kulturell sozial definiert. Sie variieren mit unterschiedlichen performativen emotionalen Praktiken, mit dem, was Menschen tun, um Erfahrungen zu haben, zu regulieren und zu kommunizieren. Emotionale Stile können nicht beliebig geplant und performt werden. Ein Teil bleibt dem Zufall bzw. den materiellen Eigenschaften der Umgebung überlassen. Ich meine also, dass die Wanderer auf den archäologischen Wegen bestimmte räumliche Qualitäten nutzen, um dort zu tun, was sie unter Urlaub verstehen. Dabei passen sie sich ihren Stilen entsprechend den Bedingungen an und machen hierbei bestimmte Erfahrungen. Ihre Geschichtsinterpretationen korrespondieren letztlich mit ihren spezifischen Urlaubserfahrungen. Zu meinen ethnografischen Methoden hatte ich eine Seite geschrieben, die ist der letzten Nacht zum Opfer gefallen. Ich sage dazu jetzt nichts aus Zeitgründen. Das Material, das ich heute präsentiere, basiert auf einem 6-wöchigen Aufenthalt eben auf diesem Wegenetz und sowie auf Erhebungen, die ich im darauffolgenden Jahr gemacht habe. Also ich habe die Wanderer, die ich da begleitet und interviewt und beobachtet habe, zum Teil wieder getroffen. Und so, das war eine Interviewsituation an der Ötzi-Fundstelle. Vorläufige Ergebnisse, Wanderstile und Geschichtskonstruktionen. Ich werde ein paar Ausschnitte aus meiner Dissertation vorstellen und folge dabei dem Ablauf einer stereotypen Bergwanderung. Unterwegs werden einige meiner Studienteilnehmer zu Wort kommen, die etwas zu den für die jeweiligen Phasen relevanten Praktiken zu sagen haben. Reisevorbereitung. Karl Georg Borne hat es bewusst vermieden, die Ötzi-Fundstelle zu besuchen, ohne das Gefühl, Zitat, auf wesentliche emotionale Momente verzichtet zu haben. Stattdessen hat er sie von oben, von einem anderen Ausflug, sehen können und er sagt, da standen Leute förmlich wie im Kreis, als wenn sie da eine Stelle nicht betreten dürfen, wie um eine Feuerstelle oder um ein Grab, standen und starrten und bewegten sich nicht sehr viel, also nicht allzu weit weg. Aber irgendwie dann dachte ich, was soll ich da? Karl Georg mag Orte, die nicht für den touristischen Gebrauch aufbereitet sind. Mit Heritage Sites assoziierten Inszenierungen und Praktiken kann er nichts anfangen, wie, das sagt er explizit, Steine zu berühren oder Fotos mit Denkmälern zu machen. Er bewertet nicht andere, die auf diese Weise vorgingen. Im Gegenteil, er sagt,
Er befürwortet solche Einrichtungen, weil sie Touristenströme gewissermaßen kanalisieren und somit andere Plätze, die dann für ihn wiederum interessant sind, freihalten. Die Popularität der Fundstelle beeinträchtigt also seine Genuss- und Imaginationsfähigkeit an diesem Ort. Dass es vielleicht alles einfach so ein bisschen, arg ausgeschlachtet wird, wirkt auf mich so ein klein wenig dann eben ausgenudelt und überfrachtet. Und dann zu viele Menschen und das. Allein das macht es mir schon schwer. Bereits bei der Auswahl der Unterkünfte und Tourenrouten und bei der Beschäftigung hiermit steckt er die Rahmen ab, die sein Erleben gewissermaßen vorbereiten. Die Teilnehmer, die ich befragt habe, suchen nach Orten und Wegen, nach Atmosphären, die eben ihren spezifischen Urlaubswünschen entgegenkommen. Ausrüstung. Beim Wandern in den Bergen schwingt oft ein Zweifel an der eigenen Daseinsberechtigung in diesem Gelände mit. Die als korrekt empfundene Ausrüstung fungiert hier wie eine Eintrittskarte. Zitat: Die Jacke hier und auch das Oberteil. Oh, das macht jetzt den Spannungsbogen kaputt. Die Jacke hier und auch das Oberteil, das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Ist aber dann, also mein Cousin hat sich auch noch Wanderstiefel gekauft und der war in einem Alpinladen gewesen. Hat er gemeint, ja, da oben wird es schon kalt. Das wäre für uns eigentlich schon richtig, wie soll ich das sagen, wir fahren ja nicht zum ersten Mal in die Berge und so wie ein Flachland-Tiroler daherkommen. Jochen Argus möchte nicht durch mangelhafte Ausrüstung als unkundiger Neuling auffallen, sondern als jemand auftreten, der mit den Anforderungen des alpinen Geländes vertraut ist. So erscheinen die meisten Wanderer und Bergsteiger in dieser Gegend geradezu in Uniform und grenzen sich wiederum sehr erfahrene Bergsteiger mit bewusst legerer Kleidung von eben jenen ab. Über die Ausrüstung werden, das war zu erwarten, Zugehörigkeiten und Abgrenzungen kommuniziert. Diese beziehen sich weniger auf soziale Unterschiede als auf kulturelle. Die Ausrüstung ermöglicht ein bestimmtes Erleben und bedeutet Rückhalt in unbequemen oder gefährlichen Situationen. Sie verringert nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, in kritische Lagen zu geraten, aber hilft dabei, diese Situation gut zu meistern. Zusammenstellung und Umgang mit der Ausrüstung bzw. das Wissen hierum ist prägend für das Erleben einer Wanderung. Ich habe keinen Bergsteiger getroffen, der wohlgemerkt nach der Wanderung am Sinn des Bergsteigens gezweifelt hätte oder seine Tätigkeit leichtsinnig genannt hätte. Jedoch ohne Ausrüstung, die einem bestimmten kommunizierten Standard genügt, in die Berge zu gehen, gilt gemeinhin als fahrlässig. Im Gegensatz zur Sendung Steinzeit, das Experiment, welche mit dem kontrollierten Scheitern der Darsteller an den steinzeitlichen Bedingungen ein Fortschrittsnarrativ bedient, möchte der moderne Bergsteiger nicht scheitern, sondern bestimmte Erfahrungen machen, die seinem emotionalen Stil entsprechen. In dieser ARD-Sendung Steinzeit, das Experiment, haben auch zwei Darsteller eine Alpenüberquerung in Originalausrüstung gewagt. Aufstieg, das Setting. Die Transalp-Gruppe, ich habe eine einwöchige Alpenüberquerung mitgemacht, die hieß Wandern wie Ötzi, befindet sich in den Lechtaler Alpen, unterhalb des Stierlochjochs in Österreich, in etwa 1900 Meter Höhe, auf einer Schotterstraße, kurz vor einer Kurve. Es ist trocken und heiß. Zur einen Seite des Weges steigt eine sandfarbene Geröllhalde auf, die nur noch spärlich bewachsen ist. Zur anderen Seite fällt der Berghang relativ steil ab. Melker sagt, John Wayne würde sagen, viel zu ruhig hier. Inga lacht, Anton lacht, ja, viel zu ruhig hier. Melkers Anspielung auf die Genrekonvention von US-Western der 1960er Jahre verstehen die Gruppenmitglieder in diesem Setting sofort. Sie sind die gewitzten und heldenhaften Guten während einer ruhigen Phase ihrer Geschichte auf dem Weg durch die Rocky Mountains. Ihre Zuschauer und sie selbst ahnen bereits, dass der Frieden trügt und sie gleich von einer feindlichen Horde angegriffen werden. Diese Assoziation kann geteilt werden, weil die älteren Gruppenmitglieder einen ähnlichen Eindruck von dem Ort haben, an dem sie sich befinden und bestimmte Filme kennen. Ich war an diesem Punkt übrigens außen vor. Inga beeilt sich zu erklären, dass sie 2 Wochen ohne Fernseher gewesen und deshalb so fernsehinteressiert seien.
Der Berufsbergsteiger Hans Peter, der an anderer Stelle eine Hochtour als Stargast quasi begleitet hat, hat ebenfalls Anklänge an den Wilden Westen gemacht, immer wieder. Und zum Beispiel am recht felsigen Hauslabjoch, wo auch Ötzi gefunden wurde, hier das Lied vom Tod gepfiffen. Die hier skizzierten medialen Verweise gehören zum aktuellen Erleben der Wanderung. In welcher Hinsicht diese atmosphärischen Konglomerate aus Erinnerung und Erleben als Setting für Geschichtskonstruktion dienen können, das heißt, inwiefern die Materialität der Umgebung und die Beschaffenheit der Wege im Verhältnis mit Geschichtskonstruktion stehen kann, soll im Folgenden gezeigt werden. Urweg bedeutet natürlich erstmal komplett in der Natur. Selbstgemachte Pfade ohne große, ja, Urweg bedeutet für mich, dass der Mensch so wenig Einfluss wie möglich auf die Natur nimmt. Das ist eigentlich so, was die Urzeit, also was man sich so unter Steinzeit und Ähnliches vorstellt. Irgendwann muss der Mensch hier rübergekommen sein und hat sich so seine, ja, war noch der Natur so untertan. Das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Wenn man sich jetzt hier ganz speziell das Gebiet betrachtet, kann man ja überall auf fast jeden Gipfel gehen, auch mit irgendwelchen Maschinen. Das ist so der krasseste Gegensatz zu dem, was man normalerweise als Urweg bezeichnet, ne? Das Konzept der Urwege im Ötztal, auf das sich hier Jochen Arras bezieht, stützt sich auf eine Reihe archäologischer Funde, die durch Wanderwege miteinander verbunden sind, also die Fundstellen, und von denen gesagt wird, dass sie bereits von den prähistorischen Bewohnern des Ötztals begangen wurden. Teilweise führen diese Urwege über asphaltierte Straßen. Dies entspricht nicht Jochens Verständnis, der einen Wanderweg als historisch anerkennt, wenn er bestimmte Eigenschaften aufweist. Es ist nicht etwa die Bewegung, die der Weg vom Wanderer verlangt, oder die Distanz, die er überwinden muss, oder die jeweilige Route ausschlaggebend für das Prädikat historisch, sondern zunächst die Beschaffenheit des jeweiligen Weges. Oben. Darüber gehe ich jetzt hinweg. Ja. Bodo Herrmann hat nach einer mehrtägigen Gletschertour der Studie teilgenommen. Er ist ein bereister und belesener katholischer Pfarrer. Dieses Foto ist von ihm, wie viele Fotos, also ich habe einen Großteil meiner Fotos aus dem Feld sind von den Menschen, die ich begleitet habe. Die haben mir dann hinterher ihre Urlaubsbilder geschickt. Also so viel dazu. In seiner Freizeit bewandert er vor allem Pilgerwege und sucht dabei nach vorbildlichen Menschen aus der Vergangenheit. Mit dem Begriff Living History kann er sehr viel anfangen, weil die katholische Liturgie auch eine Form der Vergegenwärtigung und damit ein authentisches Erleben von Vergangenheit sei. Die Berge bedeuten für ihn eine besondere Nähe zu Gott und zur Schöpfung, also zur Schönheit der Schöpfung. Bei der Frage nach seinem wichtigsten Ausrüstungsgegenstand fragt er nochmal nach, ob ich ihn als Priester oder als Bergsteiger anspreche. Er trägt ein schweres metallenes Messbesteck in seinem Rucksack, damit er während der mehrtägigen Gletschertour Bergmessen feiern kann. Der Rosenkranz sei sein wichtigster Ausrüstungsgegenstand und ohne diese Dinge würde ihm etwas Wesentliches von seinem Wandererleben fehlen. Am Vortag des Interviews hatte die Gruppe ein besonders anstrengendes Stück absolviert, bei dem Margret, ein anderes Gruppenmitglied, an ihre physischen und konditionellen, psychischen und konditionellen Grenzen gestoßen war. Übermüdet von den schlafarmen Nächten in Matratzenlagern, angeschlagen von der Höhe, war sie beim Anblick einer Gletscherspalte in Panik ausgebrochen und konnte sich nur schwer beruhigen. Dieser Vorfall hat sie und die Gruppe nachhaltig irritiert, sodass sie am nachfolgenden Tag immer noch damit befasst sind. Die Gruppe resümiert nach unserer gemeinsamen Similaun-Besteigung die besagte Episode. Und Margrets Ehemann verweist dabei auf eine Fotografie an der Hüttenwand, die eine sehr dramatische, sehr drastische Gletscherlandschaft aus dem Jahr 1936 zeigt, um eben den Eindruck von dem betreffenden Ort zu vermitteln. Bodo, der Pfarrer, lacht dazu und meint ironisch, es sei noch dramatischer gewesen. Das Ehepaar beharrt jedoch auf seinem Eindruck. Ein Jahr nach diesem Vorfall gehört die Episode zu Bodos Lieblingserzählungen. Vor allem das Verhalten des Bergführers hat ihn im Hinblick auf seine leitende Position in der Kirchengemeinde inspiriert. Zitat: Dabei war besonders beeindruckend die Geduld und Ruhe unseres Bergführers, selbst als einige aus der Gruppe an ihre physischen und mentalen Grenzen geraten waren. Gerade als wir an tiefen Gletscherspalten vorbeikamen und die riesigen Abgründe uns viel Respekt und auch Ängste einflößten.
In Gottesdienstpredigten hat er diese Erzählung und seine Erfahrung mit dem Gehen in einer Seilschaft als Allegorie eingeflochten, dass in einer Seilschaft mit dem Bergführer Jesus Christus schwierige Lebensphasen bewältigt und erhebende Gipfelerlebnisse möglich werden. Historische Präsenz hat er auf seiner Tour einzig an der Ötzi-Fundstelle erlebt. Dort hat er nach der Felsrinne gesucht, aus der die Mumie geborgen worden war. Den archäologischen Befund hat er sichten wollen, um auf die möglichen Beweggründe des prähistorischen Bergsteigers schließen zu können. Er sagt, auf 3200 Meter steigen, das haben wir auch heute noch mal körperlich gesehen, was das bedeutet. Und da oben an dem Hauslabjoch, das ist nun wirklich nicht der wirklichste Ort dieser Erde. Ich meine, da gab es auch keine Similaunhütte, also keine Herberge. Das ist schon äußerst verwegen. Was will der Mann da oben? Und der ist ja offensichtlich sogar da oben noch umgebracht worden, also erschossen worden. Also hat es da schon hohe Interessen gegeben, die ihn dahin gebracht haben müssen. Und ich würde immer auch sagen, wer weiß, ob nicht auch religiöse Interessen dahinter stehen, in irgendeiner Weise. Seine Herangehensweise an den Ort beschreibt er ein Jahr später mit Verweis auf eine Wanderung durch die Heimat von Thomas von Aquin. Und ich plötzlich sehe, wie sein Geburtsort über einem riesigen Tal liegt und man schon am Ort sieht, dass die Landschaft ihm einen Weitblick für sein Leben mitgegeben hat, zum Beispiel. Ja? Beim Ötzi würde ich sagen, dass der Ort zum Ausdruck bringt, wie mutig, wie unternehmungslustig, vielleicht auch ja, wie talentiert Menschen damals eben waren. Also das sagt mir der Ort. Wenn ich den Ort nicht anschaue, kann ich es zwar lesen, aber der unmittelbare Ort gibt mir nochmal einen ganz anderen Eindruck. Wenn ich jetzt so eine Karte anschaue, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wenn ich da oben bin. Bei dem darauffolgenden Besuch im Archäologischen Landesmuseum in Bozen, also direkt nach unserer gemeinsamen Tour, hat er auf seine Wandererfahrung rekurriert. Sein Erleben des Fundorts, der Exponate, die er nun im Museum sieht, potenzierte sein persönliches Interesse an diesen Dingen und den Inhalten der Ausstellung. Besonders eindrücklich war ihm die Erkenntnis über die bereits seit der Kupferzeit bestehenden Handelsbeziehungen der Alpenbewohner. Der Fundort wird von vielen anderen Wanderern als Gedenkstätte erlebt. Herausragend sind die topografischen Bedingungen des betreffenden Jochs. Die Wanderer bringen an dieser Stelle ihre aktuellen Wandererfahrungen in Abgleich mit ihrem historischen Wissen, perpetuieren oder hinterfragen dieses und entwickeln auch neue Interpretamente. Für die Studienteilnehmer funktionierte die Auseinandersetzung mit dem historischen Thema über die körperliche Identifikation mit dem neolithischen Wanderer. In diesem Fall sieht man nun den Sohn einer Studienteilnehmerin, wie er in der Fundrinne selbst die charakteristische Lage der Mumie einnimmt und sich an diese Stelle legt. Wohlgemerkt leicht dokumentiert von seiner Mutter. Die von den Wanderern formulierten Interpretamente erscheinen zuweilen widersprüchlich. Zum einen drücken sie ihre Bewunderung für die Qualität von Ötzis Ausrüstung und seiner bergsteigerischen Leistung aus. Gleichzeitig sind sie den Vorteilen der eigenen Ausrüstung und von den Vorteilen ihres Lebensstandards überzeugt. Unter der Voraussetzung ihrer eigenen Wanderstile also bewerten die Wanderer die Leistungen der prähistorischen Vorgänger und bedienen zuweilen auf diese Weise sowohl ein Fortschrittsnarrativ als auch eins von der Degeneration des modernen Menschen. Abstieg. Der Bergführer Ronald greift an einem der ausgewiesenen archäologischen relevanten Orte auf dem Abstieg von der sogenannten Ötzi Glacier Tour, die von einem örtlichen Archäologiepark veranstaltet wird, noch einmal das Thema der Tour und eine Ankündigung auf, die er bereits an der Fundstelle gemacht hatte. Vom Schnalztal aus, also dort, wo wir uns jetzt befinden, könne man die eigentliche Route des Mannes aus dem Eis erkennen. Gell, hier sieht man das Gelände. Dort, wo das Schneefeld ist, da ist das Thiesenjoch, da, wo er raufgegangen ist. Weil wenn kein Weg und nichts ist, dann würdet ihr sicherlich auch diesen Übergang wählen und nicht den niederen, weil hier ist es steiler und abweisender. Von unten aus, also es gibt einen historischen Weg zur Fundstelle sozusagen, der jetzt mittlerweile verschüttet ist oder also da erodiert ist und den Weg, der über die Schutzhütte geht, über die Similaunhütte und auf dem waren wir unterwegs.
Von unten aus gesehen können die Wanderer erkennen, dass der Fundort der Mumie ein ganzes Stück weiter östlich vom heute genutzten Joch liegt, über welches Ötz- und Schnalztal erreicht werden können. Auf dem ausgewiesenen Wanderweg ist die Fundstelle vom Schnalztal aus nur über den Umweg über die Similaunhütte zu erreichen. Christine betrachtet das Joch und bemerkt, eigentlich würde man auch sagen, da kommst du gar nicht hoch, gell, wenn man sich das hier so anguckt. Der Aufstieg zur Similaunhütte ist von ihrem Standpunkt aus überhaupt nicht mehr sichtbar. Ebenso wenig passierbar erscheint der direkte Aufgang zum Fundort. Der aktuelle visuelle Eindruck steht in diesem Moment im Widerspruch zu ihren Erfahrungen des Tages. Sie hat erlebt, dass dieser Hang durchaus begangen werden kann. Und diese Erfahrung überträgt sie nun auf die historische Route, die ebenfalls plausibel wird. Die Durchlässigkeit der Alpen über diverse historische Routen ist ein wichtiges erzählerisches Motiv in den Informationsbroschüren der Touristiker und in den Aussagen der Initiatoren der Wanderwege. Sie wollten zeigen, dass die Alpen bereits in prähistorischer Zeit überquert worden sind, und Christins Wandererfahrung erst macht diese Interpretamente für sie auch glaubwürdig. Einkehr. In den Interviews, Skizzen, also die gehören auch zu meinem Material, Wegskizzen, die Studienteilnehmer angefertigt haben, und Umfragen werden Berghütten als wichtige Wegstationen explizit genannt. Die Routen werden anhand von Hüttennamen rekapituliert, nach entfallenen Namen wird lange geforscht. Die Stimmung der Hüttenräume hat Einfluss auf das Erleben der hochalpinen Umgebung und die Fähigkeiten der Wanderer, mit ihren Widrigkeiten umzugehen, und sie geben ein Gefühl von Sicherheit. Auf den Hütten wird oft gesagt, dass über 3000 Metern nur noch nette Menschen unterwegs seien. Wir können annehmen, dass dies nicht unbedingt an den charakterlichen Eigenschaften der hochalpinen Wanderer liegt, alles in diesem Rahmen sicherlich sehr nette Menschen, sondern eher an einem emotionalen Stil, der diesem Raum zugeordnet ist. Hier oben sind alle per Du oder haben per Du zu sein. Man gibt sich entspannt und zeigt, dass man ein Stück weit über den Dingen steht. Die Stimmung ist zuweilen euphorisch, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Es wird gescherzt, geflirtet, philosophiert, erzählt und geprahlt. Einen großen Anteil haben auch intensive Gespräche über Ausrüstungsgegenstände, Material, Marken und Hersteller oder Bewegungstechniken, welche das Knie schonen sollen. Am Abendbrotstisch in der Similaunhütte unterhält sich die Tischgemeinschaft bei Wein, Knödeln, Eiernudeln, Fleisch und Soße über moderne und steinzeitliche Ernährungspraktiken. Ein Gesprächsteilnehmer beschäftigt sich beruflich mit diesem Thema und referiert seine Kenntnisse. Durch die Aufnahme von intensiv bearbeiteten Lebensmitteln, vor allem gepelzten und zermahlenem Getreide, sei der Körper des modernen Menschen degeneriert. Deshalb könnten manche keine Vollkornprodukte verdauen und bekämen gesundheitliche Probleme wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme. Die Energiedichte sei im Verhältnis zum Volumen der Nahrung viel zu hoch. Am besten sei es, man ernähre sich karg und bewege sich viel. Er selbst habe früher vielen Süchten gefrönt, versuche aber inzwischen frei davon zu leben. Die Gesprächsteilnehmer sind sich darüber einig, dass seine Interpretationen wahr sind. Das ernährungswissenschaftliche Referat beeinträchtigt den Genuss der energiedichten Speisen nicht. Sie dient vielmehr als, Zitat, Belohnung, wie es verschiedene Interviewpartner immer wieder genannt haben. Die Erzählungen an den Hüttentischen drehen sich vor allem sonst um positiv gedeutete Grenzerfahrungen oder persönliche Bestleistungen oder über die Qualitäten der Wege wie Steigungsgrad, Ausgesetztheit oder Einkehrmöglichkeiten. Hier inszenieren sich die Wanderer, finden und geben zugleich Anregungen für die Darstellungspraktiken der anderen und bereiten ihre Urlaubserinnerungen vor. In gewisser Weise strukturieren sie hier im Abgleich und Austausch mit den anderen auch ihr zukünftiges Wandererleben. Später im Bettenlager verkehrt sich diese Aufgeschlossenheit ins Gegenteil. So wie die Wanderer tagsüber möglichst viel erleben und rezipieren möchten, so wenig wollen sie nachts von ihrer Umgebung mitbekommen. Erinnerungen. Lydia und Eike Moorberg haben ihrer Familie später, ihren Familien später von der Tour berichtet. Wir treffen uns ein Jahr später und ihnen die Fotos gezeigt. Dabei haben Lydia und Eike ihre Präsentation den Bedürfnissen ihres Publikums angepasst. Lydias Eltern wandern selbst gerne in den Bergen. Ihnen zeigen sie die Hochgebirgsaufnahmen und sprechen mit ihnen über die Bedingungen ihrer Gipfelbesteigungen. Eikes Mutter hingegen ist eher ängstlich. Für sie werden Fotos von Gletschern und Gipfeln vermieden, wie Lydia hier sagt.
bei den vielen Bildern mit Grün und Blumen und schöner Landschaft, dann gucken sich das auch die Großeltern ganz gern an und ha und toll und schön. Ja, und bei den Gletscherfotos, bei deiner Mutti müssen wir ein bisschen schneller machen. Von ihren Touren berichten sie ausführlich, ausschließlich einem befreundeten Ehepaar, das im Unterschied zu den übrigen Mitgliedern ihres Freundeskreises ebenfalls wandern geht. Also der Austausch funktioniert hauptsächlich mit Gleichgesinnten sozusagen. Wenn man davon berichtet, versucht man das auch schon jedem schmackhaft zu machen, sagt Eike, oder halt nur auf die sehr schönen Dinge hinzuweisen und diese hervorzuheben. Ähnlich verfährt auch Lydia mit ihren materiellen Erinnerungen, die sie aufbereitet und auf das Wesentliche konzentriert, etwa im Fotoalbum. Ein Foto, auf dem sie erschöpft und nicht glücklich ausgesehen habe, hat sie aussortiert und weggeworfen. Dieses Foto hat sie auch mir nicht geschickt, obwohl ich explizit um sämtliche Fotos von der Wanderung am Tag des Interviews gebeten hatte. Fazit. Ich habe gezeigt, wie sich die Performanzen emotionaler Wanderstile mit den materiellen Eigenschaften der archäologischen Themenwege und den hier generierten Geschichtskonstruktionen arrangieren können. Die jeweiligen emotionalen Stile, die die Wanderer verfolgen, unterscheiden sich zuweilen sehr stark voneinander. Die Touristen ordnen über einen längeren Zeitraum ihre Erfahrung mit Rücksicht auf ihre Stile, formen sie zu Erinnerungen oder schließen sie hiervon aus. Präsenzerfahrung ist eine touristische Erfahrung. Sie wird dort erlangt, wo emotionale Wanderstile und räumliche Bedingungen miteinander korrespondieren. Zudem handelt es sich beim alpinen Wandern nicht um eine Art von Erfahrungskonsum, wie die Tourismusforschung zum Teil für andere Sparten impliziert hat, sondern vielmehr um kulturelle Erfahrungspraktiken. Bereits im Urlaub beginnt die Performance der Urlaubserinnerung und der gewünschten Erfahrung. Mit ihr einher geht die Zirkulation von Raum-, Körper- und emotionsbezogenem Wissen. Die Alpen erscheinen zum Beispiel zunehmend durchlässig für historische Mobilität. Das ist was, was sich da durchweg durchzieht, dass man auf einmal ein Verständnis dafür bekommt, dass man die Alpen tatsächlich passieren kann, dass es kein Hexenwerk ist, sondern eigentlich recht einfach, wenn man es mal gemacht hat. Die hier praktizierten Wanderungen und das Gebiet erhält eine historische Dimension. Die Motive in den Bedeutungszuschreibungen ihres Tuns und in den von ihnen generierten und erzählten Geschichtskonstruktionen ähneln sich. So folgen die Performanzen des Wanderurlaubs in den Alpen einem starken Leistungsprinzip. Zugehörigkeiten und Konkurrenzen sind hier omnipräsent und sogar im Konzept von Genuss, also was dazugehört, um die alpine Landschaft zu genießen, geht es immer auch um Konkurrenz, würde ich sagen. Die Interpretamente der Bergwanderer über die prähistorischen Lebensrealitäten folgen einer ähnlichen Logik. Betont werden Anstrengungen zum Lebensunterhalt oder Rivalitäten zwischen Siedlergruppen. Dennoch erscheint bei einigen die Steinzeit als Sehnsuchtsort, in dem das Leben weniger komplex war. Vielen Dank.